Rum, Muschel und einen Bauplan für eine Knochenkette. Nicht, dass wir die bräuchten würden, aber... Ja, haben wir einen Bauplan. Dann auch hinten in die Hütte. Da müssen wir wieder zurücklatschen. Vielleicht kann ich eigentlich teleportieren. Ein Wein. Der ist bestimmt schon sehr alt. Jadestein. Goldbrocken. So, Seekarte. So. Dö, wo ist sie? Da ist sie. Ich habe die Zutaten, die du wolltest, und einen Hut des Verstorbenen. Das ist wirklich beeindruckend, junger Freund. Lass mich mal sehen. Von dem Hut benötige ich bloß ein paar Fasern. Das ist gut, die will ich behalten. Es ist vollbracht. Das Schädelzepter ist gefertigt. Jetzt muss der Geist des Verstorbenen nur noch mit dem Zepter verbunden werden. Hier, nimm es, bring es zu Tau. Er wird wissen, was zu tun ist. Endlich bin auch ich befreit von meinem Fluch. Ich danke dir für deine Taten. Ich werde sie nicht vergessen. Ich spüre, dass meine Zeit gekommen ist. Ich bin die Letzte, die dich nun verlässt. Dein Weg ist steinig, aber ich weiß, du wirst einen Weg finden, zu beenden, was wir nicht geschafft haben. Viel Glück, junger Krieger. Meine Gedanken werden dich begleiten. Warum weiß eigentlich nicht sie, wo der Wassertempel ist? Sie musste auch mit dir da irgendwie schon mal kommuniziert haben und so. Also, das würde mich ja jetzt mal interessieren, ne? Die könnte doch auch wissen, solange die schon hier sind. Dann wollte ich mir gar nicht erst der ganze Heckmeck hier mit Stahlbad machen. Aber wahrscheinlich wollen die jetzt eh nicht verraten, damit sie endlich befreit werden. So, habe ich extra hier geportet, weil ich hier durchgehen will. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Ich würde ja hier was verstecken, wenn man sich sowieso direkt mal hinporten kann. Dann gibt es bestimmt kaum einen, der hier diese Schale sich holt und den Wein. Ne? Ihr versteht. Mehr ist nicht. Kein Bruchstück einer Waffe. Eins fehlt uns noch. Ich finde irgendeine Kiste von irgendeinem Typen. So, speichern. Könnten wir auch mal wieder tun. Speichert. Bitte warten. Please hold the line. So. Jetzt ist nur Bruchware. Ich habe das Schädelzepter. Und du hast den Fluch derer gebrochen, die dir geholfen haben. Dann ist es nun an mir, den Geist des Verstorbenen zu rufen. Dann mach doch mal. Tivas, tivas locomoto, subunimbu alcara, stahlbad. Der denkt sich auch, boah, ich habe gerade so gut gepennt. Wo ist er denn? Was, der kommt mit dem ganzen Schiff an. Mein Schiff? Ich habe da sein Schiff übernommen. Ach nee, der wurde ja zerstört. So. Ja. Ah! Beim Klabautermann! Ihr guckt ja, als hättet ihr noch nie ein Schiff gesehen. Mara,
dieses verfluchte Weibsbild. Stahlbart? Ich hätte ihr das Herz herausreißen sollen. Gib mir einen Säbel. Ich werde das jetzt gleich erledigen. Tja. Du bist dir aber schon bewusst, dass du tot bist, oder? Tot? Dir werde ich gleich helfen, Bursche. Ich habe immer noch genug Kraft in den Knochen, um dir das Fell über die Ohren zu ziehen. Du hast keine Knochen mehr, du bist tot. Was? Ja, du hast recht. Doof gelaufen. Ein Grund mehr, diesem Scheusal den Garaus zu machen. Wo ist sie? Du meinst Mara? Sie ist nicht hier. Oh, diese feige Ratte. Ja, verkriech dich nur in deinem Loch. Eines Tages werden wir den Kampf zu Ende bringen. Dein Kampf gegen Mara ist zu Ende und sie hat gewonnen. So? Und warum stehe ich immer noch hier? Und sie ist über alle Berge? Hm? Du bist tot. Was? Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Nein. Yep. Das ist gut. Dann habe ich nichts mehr zu verlieren. Gib mir einen Säbel. Ich werde die Sache jetzt gleich erledigen. Hast du da einen bei die Baumel? Das hast du gerade schon einmal gesagt. Was? Wirklich? Oh Mann, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Ha, so ein Unsinn! Naja. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, einige Dinge in meinem Kopf zusammenzufügen. Du bist dieser Kerl, den meine Tochter angeschleppt hat. Yep. Ja, richtig. Und, Wir waren zusammen an der Schwertküste und haben Crow aufgemischt. Crow, dieser Mistkerl. Was macht er denn an der Schwertküste? Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein ganz übler Bursche. Der ist tot, Mann. Schon gut, lassen wir das. Ich habe so ein komisches Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Meine Hände sehen so merkwürdig aus. Ja, du bist ja auch nur noch ein Geist. Siehst du? So fühle ich mich auch. Ich habe jetzt alle 4 Titanen-Artefakte. Ach, ich habe auch einmal so eins besessen. Puh. Aber sei vorsichtig, Junge. Sie sind gefährlich. Besser, du bringst sie zurück zum Tempel des Wassers. Gute Idee, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ja, das macht die Erfahrung. Das wirst du auch noch lernen. Ist klar, Mann. Wo ist der Wassertempel? Was? Nicht was, Wasser. Wasser? Ach so, der Wassertempel. Ein furchtbarer Ort. Du solltest dich davon fernhalten. Quatsch, kein Unsinn. Wo ist er? Wer? Der Wassertempel. Ja, es war nicht so leicht, den Tempel zu finden. Wir mussten viele Tage von Antigua bis nach Caldera hin und her kreuzen. Irgendwo auf dem Breitengrad vom Kap der Stürme fanden wir ihn schließlich. Mitten in der Südsee. Was denn? Das ist alles? Das ist das große Geheimnis? Einfach den Breitengrad von Antigua entlang? Ja, aber du kannst es natürlich auch von Tacarigua aus versuchen. Das reicht. Jetzt heißt das, keine Zeit mehr verschwenden. Auf zum Wassertempel. Aber du weißt, dass dort eine ziemlich widerliche Kreatur haust, ja? Ach was. Ja,
Ihr Name ist Mara. Und ich habe noch eine Rechnung offen mit ihr. Keine Sorge, ich werde Mara zur Strecke bringen. Ja, wird Zeit, dass diese Höllenbrut endlich von dieser Welt verschwindet. Aber pass auf dich auf, hörst du? Du willst doch nicht auch als Geist enden, oder? Eigentlich nicht. Wie war das? Sagtest du gerade Geist? Ja, verdammt. Meinst du, das hier macht Spaß? Ha, nein, bestimmt nicht. Ja, also dann... Für mich war es auch ein Vergnügen, Stahlbart. Ja, und mach jetzt, dass du wegkommst. Und achte auf meine Kleine, verstanden? Ei, Captain. Viel Glück, mein Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ey, kann ich jetzt auf das Schiff? Ich habe da noch so eine Schuhe zu öffnen. Und? Hast du deine Antworten erhalten? Tja, ich hätte gerne länger mit ihm gesprochen. Nur wer des Voodoo-Zaubers mächtig ist, kann mit dem Zepter umgehen. Da du kein Voodoo beherrschst, wirst du ohne weitere Antworten einen Weg finden müssen. Ist ja nicht das erste Mal. Ich hoffe, deine Mission wird erfolgreich sein. Das hoffe ich auch. Ob jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt Voodoo beherrschen würde, sich da auch storytechnisch was geändert hätte? Also, dann noch ein bisschen mehr Erzählung gewesen wäre und so. Ich hüpfe da rein. So, ich will jetzt einfach mal den Strand hier einfach mal abgucken. Ob jetzt hier noch was zu holen gibt. Von die Stelle da hinten. Und ich komme hier auch nicht weg. Okay. Da ist doch was. Eine Fackel. Yay. Haben die tatsächlich was hingelegt. Muschel. Es muss jetzt einfach sein. Meine Neugierde. Och, eine Muschel. Kann eigentlich mal hier Inventar. Proviant auffüllen. Wie sieht's eigentlich mit Ruhm aus? Wie bin ich da jetzt bestückt? 8000, okay. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen was. 7000 Gold haben wir auch. Können wir vielleicht wirklich noch das Speerdinges lernen. Na, was haben wir hier? Eine Mupfel. Und eine Schaufel. Ja, wenn jetzt hier immer noch ein Schatz wäre, ne? Dann wenigstens im Jenseits. Das wäre es jetzt gewesen. Aber eine Schatzkarte haben wir ja auch nicht gefunden hier fürs... Für diese... Existenzform. Aber ich finde es ja witzig, dass sie sich wirklich noch die Mühe gemacht haben, tatsächlich was da hier hinzulegen. Ich wette, dass nicht unbedingt so viele Leute einfach mal noch aus Neugierde hier hingehen und gucken, ob sie da eine Schaufel finden. Also, weiß ich, wenn ich grob eine Schaufel finde, aber dann, ja. Dass da die Schaufel ist. Was haben wir hier noch? Nix. Hier ist auch immer noch nichts. So, auf der anderen Seite war ja noch eine Truhe im Diesseits. Hier ist so ein Plateau, aber da oben ist nichts weiter. Sieht schon cool aus, so das leuchtend grüne Schiff. Hauptsache, der hat noch sein ganzes Schiff mitgenommen.
Nö. Oder war das oben? Nee. Das war ja direkt hier. Noch was zu erzählen? Du weißt, was du zu tun hast. Uiuiuiuiuiui, hast du viel zu erzählen. So, dann gehen wir wieder unter die Lebenden. Hoffentlich ist meine Mannschaft noch da und denkt nicht, ich bin tot, also. So, irgendwie so ein bisschen tot bin ich ja, ne? Ich hätte die wieder abgehauen und ich wieder so einen Floß machen muss. Wobei, er hat ja, ich habe ja den Moonstar nach Hause geschickt, seine Seele. Von daher müssten die ja eigentlich wissen, dass ich das noch gut geht. Die Informationen sollten die ja bekommen haben. So. Na, es ist ja nicht hier. Was mache ich denn hier? Na, und dann einmal darüber. Hast du jetzt was anderes zu erzählen? Ich hoffe, deine Mission wird erfolgreich sein. Das wirst du bald merken. Viel Glück auf deiner Reise. Danke. Ich schätze, ich werde es brauchen. Du weißt. Okay. Dann auf zum Schiff. Alvarez quatschen. Der sitzt nämlich jetzt dann was beibringt. Oder noch zu den Eingeborenen. Takarigua. In dem Speerkampf. Einfach nur, um mal sicher zu gehen. Jo. Was sagst du? Endlich, du bist wieder da. Und ich habe den Geist deines Vaters gefunden. Los, erzähl! Er konnte mir alle wichtigen Fragen beantworten, schien aber etwas verwirrt. Meinst du, es geht ihm gut? Ihm geht's wahrscheinlich besser denn je, aber sein Gedächtnis leidet etwas. Hoffentlich findet er jetzt seine Ruhe. Du solltest dich mal um Bones kümmern. Ach ja? Warum? Er verbreitet schlechte Stimmung an Bord. Er sitzt an Deck, schaut finster zum Horizont. Und im nächsten Moment brüllt er schreckliche Dinge in den Wind. Die anderen haben sich ebenfalls schon über Bones beschwert. Hm. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Okay, ich sehe später mal nach ihm. Ja, ein bisschen komisch. Ich weiß jetzt, wo der Wassertempel ist. Dann lass hören. Wenn wir dem Breitengrad am Kap der Stürme folgen, soll er sich irgendwo in der Mitte der südlichen Inseln befinden. Gut, das kriege ich hin. Sag mir einfach, wenn's losgeht. Ich kann es kaum erwarten, dieser Bestie den Gar auszumachen. Mach ich. Aber denk dran, wir sollten gut ausgerüstet sein. Wer weiß, wann und ob wir zurückkommen. Yep. Deswegen will ich ja noch zum Alvarez und so. Boos, jetzt hast du doch eigentlich da deine Seele. Was ist los mit dir hier, hä? Captain? Alles klar bei dir? Klar? Nichts ist klar. Schon lange nicht mehr. Ein grauer Schleier vernebelt meinen Geist. Nachts höre ich laute Stimmen aus der Dunkelheit. Sie sagen mir, dass alles gut wird. Aber das wird es nicht. Nie wieder. So schlimm? Ja. Ich kann es bald nicht mehr kontrollieren. Je mehr ich mich dagegen wehre, umso stärker wird es. Du musst mein zweites Ich im Reich der Toten finden. Sonst kann ich für nichts garantieren. Habe ich doch schon. Ich habe verstanden. Aber du musst noch ein wenig durchhalten, okay? Ich versuch's. Ich bin deinem anderen Ich im Reich der Toten begegnet. Du? Du warst im Reich der Toten? Ja. Und ich habe da einen Geist getroffen, der genauso aussieht wie du. Ich wusste, dass es so ist. Irgendwie habe ich es immer gewusst.